Heute, der 9. November, ist in vielfacher Weise ein Schicksalstag für Österreich und für Deutschland. Vor 85 Jahren gab es die sogenannte Reichskristallnacht, der Auftakt zur ungehemmten Vernichtung jüdischen Lebens in unseren Ländern. Ja, was als Novemberpogrom in die Geschichte eingegangen ist, wirkt bis heute nach, vor allem auch der latente Antisemitismus. Und von daher sind wir gerufen, uns in besonderer Weise auch an Israel zu denken und gerade auch als Christen dort eine gesunde Art der Solidarisierung zu haben. Und ich freue mich, dass ich heute wieder die Gelegenheit habe, mit Marcel Rebiai zu sprechen in Jerusalem. Guten Morgen, Marcel. Wie geht es euch in Jerusalem angesichts der aktuellen Situation im Land? Den Umständen entsprechend eigentlich. Geht es uns gut? Ist es ruhig? Vor allem hier in Jerusalem ist es in den letzten 2 Wochen relativ ruhig, weil die Aktivitäten ja sehr stark im Moment im Süden sind oder im Norden. Von daher, Jerusalem scheint mehr oder weniger ein sicherer Ort zu sein, abgesehen natürlich von einzelnen Übergriffen und Attacken, die gerade kürzlich auch in der Altstadt stattgefunden haben, wo ein Polizist umgebracht wurde und so. Aber im Großen und Ganzen in der Stadt ist es relativ ruhig. Es ist manchmal fast so ruhig, wenn man Jerusalem kennt. Sehr viel weniger Verkehr, keine Touristen. Das Leben ist schon sehr massiv heruntergeschraubt. Ihr als Mitglieder der Gemeinschaft der Versöhnung haltet sozusagen die Position, ihr seid weiter vor Ort. Gibt es für euch Möglichkeiten, auch jetzt wirklich zu wirken? Ihr wollt ja auch Versöhnung bringen, ihr habt viele Kontakte ja auch gerade mit der arabischen Bevölkerung. Wie geht das in Zeiten wie diesen? Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, dass man an Ort und Stelle ist. Wir leben in vielen Beziehungen zu messianischen Juden, aber auch zu Israelis, zu Juden, die jetzt nicht im Glauben an Jesus stehen. Wir leben in Beziehungen zu arabischen Christen, zu Moslems. Und da werden natürlich in solchen Zeiten die Beziehungen besonders gefordert, weil für uns ist in all dem ganz wichtig, dass wir, weil wir ja ganz zu Jesus stehen, weil wir zu dem Gott stehen, der alle Menschen liebt, auf allen Seiten, ist es uns auch wichtig, zu allen den gleichen Zugang zu bewahren und das Zeugnis der Hoffnung hineinzutragen, sie zu ermutigen, uns ihren Fragen zu stellen und wo wir können, ihnen auch Antworten zu geben und immer wieder letztlich auf Gott hinzuweisen, dessen Ziel ja immer, auch bei allem Gericht, bei aller Not, die da ist, immer eigentlich letztlich Erlösung zu bringen, Frieden zu bringen, auf ihn hinzuweisen. Und von daher sind wir sehr aktiv in Beziehungen. Wir haben sehr viele Besucher. Wir gehen auch zu den Freunden hin. Wir sammeln auch Freunde und versuchen mit ihnen, so gut es geht, die Situation zu verarbeiten. Daneben sind wir sehr aktiv natürlich auch im humanitären Bereich, wo Menschen auch ganz konkret Lebenshilfe brauchen, Nahrung, Kleidung und so weiter. Da sind wir sehr stark engagiert, weil gerade diese Flüchtlinge, die vom Süden kommen mussten, aus den Dörfern, die überfallen wurden, oder aus dem Norden, da wurden ja auch gerade Kiryat Shmona, wurde fast eine Stadt evakuiert. Also da sind wir sehr aktiv. Solche Zeiten bringen sehr viel Bewegung und Arbeit mit sich.
Das ist jetzt Information, die wir hierzulande praktisch gar nicht bekommen. Wir hören sehr viel über die Flüchtlinge innerhalb von Gaza, auch die Binnenflüchtlinge dort. Natürlich hat Israel fast das gleiche Problem, weil es auch um ganz große Zahl von Personen geht, die jetzt einfach haben fliehen müssen aufgrund der Kriegshandlungen oder aufgrund der Bedrohungen. Ihr habt sicherlich auch gehört von den vielfältigen Pro-Palästina-Demonstrationen, so werden sie bei uns meistens bezeichnet, die in unseren Städten stattfinden, auch hier in Wien zum Beispiel, viel stärker noch in Deutschland, in praktisch allen großen Städten. Pro-Palästina ist dann effektiv oftmals, sind Pro-Hamas-Kundgebungen, weil letztlich Hamas ja der treibende Faktor hinter dieser aktuellen Situation ist. Wie nehmt ihr diese ambivalente Haltung oder sogar die feindliche Haltung der Welt oder von vielen Teilen der Welt gegen Israel wahr? Wir haben es hier mit einer Haltung dem jüdischen Volk gegenüber, die etwas Grundsätzliches und auch sehr irrational ist. Wenn man die Geschichte Israels betrachtet, und zwar durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende hindurch, dann kann man feststellen, dass es eine Tatsache ist, dass das jüdische Volk, man kann sagen, das meist gehasste und meist verfolgte Volk war. Antisemitismus hat schon eine lange Tradition. Eine sehr lange Tradition. Die Ägypter, die Assyrer, die Griechen, die Römer bis hin in unsere Zeit hinein hat das Tradition. Dann fragt man sich, warum eigentlich? Und die Frage ist nicht die, dass die Juden als Menschen anders wären. Sie sind genauso gut wie schlecht wie andere Menschen. Sie sind genauso zum Guten wie zur Korruption fähig wie andere Menschen auch. Das ist nicht die Frage, die vielmehr, und das macht es irrational. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass Gott sich ein Volk erwählt hat, nämlich das jüdische Volk, um an ihnen und durch sie Heilsgeschichte zu machen an den Völkern. Das hat ja schon mit Abraham angefangen und die Juden sind seine Nachkommen. Und diese Tatsache, dass da ein Volk ist, das von Gott auserwählt wurde, es könnte irgendein Volk sein, diese Tatsache setzt das Volk in eine ganz andere Beziehung zu den Völkern. Und da kann man sagen, eigentlich alle, die mit Gott ein Problem haben, die haben dann auch mit diesem Volk ein Problem, weil dieses Volk mit diesem Gott verbunden ist. Denn sie sind von ihm erwählt, um seine Geschichte zu machen. Und das darf man nicht unterschätzen, das ist so real, dass diese Thematik der Erwählung, dass sie ein Grundproblem in der Beziehung, das wird darin sichtbar, zum Beispiel, dass Gott hat nach 2000 Jahren, wie er das verheißen hat, das jüdische Volk aus den Völkern wieder zusammen, zurückgeführt, ein Staat ist entstanden, sogar die Sprache wurde wieder zum Leben erweckt. Und in diesen 75 Jahren, wo der Staat Israel besteht, obwohl Israel ja eine Demokratie ist, eine Demokratie, wo Minderheiten wie Araber, Drusen und andere Minderheiten ganz am Leben der Gesellschaft teilnehmen. Man findet sie auf allen Ebenen der Gesellschaft, in der Politik, im Gericht, in der Ausbildung, als Ärzte sind, und Drusen und andere Minderheiten sind beteiligt am Aufbau der Israel. Nichtsdestotrotz wird Israel zum Beispiel von der UNO, ist das meist verurteilste Land in der UNO. Und zwar viel mehr als Nordkorea oder auch als China oder andere diktatorische Staaten, von denen man weiß, dass sie ihr Volk unterdrücken.
Und zwar ganz massiv. Israel steht zu oberst auf der Liste. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass ein Staat, der erwiesenermaßen sich wirklich um Demokratie, um Menschenrechte auch bemüht, nichtsdestotrotz wird Israel als Monster dargestellt von der UNO und von eigentlich allen Staaten. Das ist absolut irrational. Und deswegen sage ich, das hat mit der Tatsache zu tun, dass Israel als von Gott erwähltes Volk den Völkern entgegensteht. Und die Auseinandersetzung, und das kann man auch sagen, mit der Wiederherstellung Israels hat eine Ebene angefangen. Gott hat ein letztes Kapitel, seine Geschichte angefangen. Hier geht es um eine Konfrontation der Herrschaft der Völker. Da geht es konkret darum, dass Gott sagt, dieses Land ist mein Land. Jede Hausbesetzung in Jerusalem wird zum Thema in der UNO. Und das ist irrational. Das findet man sonst in keinem anderen Land, dass sich die Völker darum scheren. In Aserbaidschan, da gibt es ein ganzes Gebiet, das überfallen wurde von Aserbaidschan. Das sind 100.000 Flüchtlinge, Menschen, die ihre nicht nur aus ihren Wohnungen, sondern aus ihrem Gebiet vertrieben wurden. Da gibt es unglaublich viele Tote. Man hört, das ist wie eine Fußnotiz bei den Medien. Du konstatierst an dieser Stelle, da ist eine irrationale Haltung, die hat, wenn ich dich richtig verstehe, geistliche Ursachen. Geistliche Ursachen muss man genauso auch auf der anderen Seite sehen, nämlich wenn wir jetzt die Hamas mal betrachten, die bei uns oftmals gar nicht mal so negativ dargestellt wird, wie sie tatsächlich ist. Also die Versorgung, die schlechte Versorgungslage in Gaza wird im Moment Israel angelastet. In Wirklichkeit ist es ja die Hamas, die hier am allernötigsten, den Menschen am allernötigsten fehlen lässt. Du hast in einem Gebetsrundbrief darauf hingewiesen, dass die Hamas Wurzeln in der muslimischen Bruderschaft hat. Vielleicht ein paar Worte dazu. Gerade auch, wie können wir als Christen diese Terrororganisation einschätzen? Die Muslimbruderschaft wurde 1922 von Hassan al-Banna gegründet in Ägypten. Und ihr Ziel war, nachdem sie erlebt haben, man darf nicht vergessen, im 19. Jahrhundert, die Zeit der Kolonisation, wo die ganze islamische Welt eigentlich mehr oder weniger unter die Herrschaft des Westens kam. In dieser Zeit hat die islamische Welt erlebt, dass sie den Anspruch, die erwählte und zur Herrschaft berufene Gemeinschaft nicht mehr erfüllen können, weil sie eben übernommen wurden. Da wurde die Muslimbruderschaft gegründet, um das sehr kurz zusammenzufassen, mit dem Ziel, den Islam und die islamische Gemeinschaft wieder eigentlich zu ihrem rechtmäßigen Anspruch und Herrschaft zu führen. Man hat gesagt, das tun wir am besten im Moment, können wir rein konfrontativ, das heißt militärisch, nicht viel ausrichten. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Westlichkeit möglichst unterbinden und von heraus eigentlich Veränderung bringen. Also wenn ich dich recht verstehe, Marcel, geht es hier um mehr als nur um das Recht der Palästinenser. Ich habe gestern ein Statement gelesen von dem Mediensprecher der Hamas, der sagt, es geht ja gar nicht um Palästina, es geht ja um viel mehr. Das heißt, es geht ja wohl um die Errichtung eines Kalifats. Wir hören in unseren Straßen oftmals auch skandiert, From the river to the sea, Palestine will be free. Also ein freies Palästina heißt so viel wie ein judenfreies Palästina, was nur noch von einem islamischen Staat regiert wird. Was bedeutet dieser Spruch wirklich und wie erlebt ihr als Israelis das? Es geht darum eigentlich, das, was wir als Israel bezeichnen,
wird in der islamischen Welt unter die islamische Herrschaft gebracht, auch wenn das für den Westen nicht nachvollziehbar ist. Aber in diesem Kampf geht es noch einmal nicht um Anspruch primär, sondern um die ganze Erwählungsfrage. Denn Jerusalem ist das Herzstück dieser Auseinandersetzung, auch dieser Krieg, den wir jetzt haben, wurde unter dem Slogan die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg zu befreien, zu reinigen. Und Jerusalem ist... Ja, wir sind dankbar für unsere Technik. Wie wir sehen, die Verbindung ist instabil. Wir werden jetzt dieses Gespräch hoffentlich an anderer Stelle weiterführen können. Was ich jetzt mal mitgenommen habe, heute ist der 9. November, der Tag, an dem wir uns erinnern sollten an die Gräueltaten, die auch in unseren Landen, in unseren Ländern verübt worden sind an Juden. Es darf nicht wieder passieren. Das Wort nie wieder muss auch für uns jetzt gelten. Und in diesem Sinne müssen wir auch verstehen, viele der sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, die jetzt stattfinden, die letztlich fordern, vom Mittelmeer bis zum Fluss Jordan, ein freies Palästina heißt ein judenreines Palästina, um hier die Wortwahl der Nazizeit zu gebrauchen. Es geht nichts weniger als um den Anspruch des Islam, hier in Jerusalem wieder Fuß zu fassen und von hier die Welt zu beherrschen. Marcel Rebier, ich danke dir. Du bist gerade wieder zurück. Ich habe die Unterbrechung genutzt, um kurz darauf hinzuweisen, wir benötigen einfach eine geistige Solidarität auch als Christen mit Israel. Gerade heute am 9. November ist das notwendiger denn je. Vielen Dank. Hast du noch ein letztes Wort an uns? Mir ist es wichtig, dass wir in alledem eins verstehen, dass wir als Christen sowohl einerseits stehen, weil wir zu Gott stehen und seinen Plänen, nicht aus menschlicher Sympathie, sondern weil wir Gott die Treue halten und glauben, dass er Geschichte macht, die Heil bringt, nicht nur Israel, sondern den Völkern am Ende. Um das geht es. Und das ist mir auch wichtig, dass wir für die Palästinenser beten, dass Gott diesen Krieg auch braucht, um das Joch des Islam zu brechen, damit die Araber die Möglichkeit haben, wirklich das Evangelium zu hören. Denn Gott liebt diese Menschen. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Er leidet mit den Juden. Das dürfen wir mit Israel stehen, mit der Not des jüdischen Volkes stehen. So müssen wir auch mit den Palästinensern stehen. Nicht in der politischen Sicht, weil dort gibt es gar nichts. Da gibt es keinen Weg. Die wir hier im Land sind, wir brauchen Intensivgebet, dass Gott uns Kraft gibt, Klarheit, Weisheit, wenn ich das dazufügen darf. Wir nehmen das gerne mit als Gebetsanliegen, Schutz für Israel und für ein freies Palästina, nämlich frei von der Macht der Hamas und von allen anderen geistlichen Kräften, die dieses Volk unterjochen, dass der Frieden weiterkommt und dass ihr als Gemeinschaft auch die Gelegenheit, als Gemeinschaft der Versöhnung, genau das zu bringen, was im Moment politisch unerreichbar ist. Marcel, ich hoffe, wir kommen wieder einmal zusammen, hoffentlich dann mit einer besseren Internetverbindung. Wir sind einfach dankbar, trotzdem von euch direkt zu hören. Wünschen euch weiterhin Gottes Segen. Dankeschön.